den 23. Psalm. In diesen Psalmen klingen immer wieder unterschiedlich die verschiedenen Schichten oder Wellenlängen unserer Inwendigkeit an. Die Ungeheuerlichkeit des Kosmos, der sich draußen vor unseren Augen nur teilweise entfaltet, weil wir ja nur das Sinnliche wahrnehmen, befindet sich in der ganzen Fülle in uns selbst, das heißt in einem jeden Menschen. Und diese Ungeheuerlichkeit ist in ihrer Einfachheit darin erkennbar, dass alles auf Wellen, auf Schwingungen, auf Rhythmen und Arrhythmen beruht und dass dieses Ineinandergreifen und doch auch wieder voneinander getrennt sein, diese Ordnungen uns verständlich machen aus unserer eigenen Inwendigkeit. Die Psalmen sind also Möglichkeiten, uns in unsere Inwendigkeit zu erkennen, einerseits, andererseits aber auch Heilungen vorzunehmen. Sie sind also reine Therapie. Es ist ganz ähnlich wie bei anderen Gesängen, die in der damaligen Zeit auch in Ägypten, Mesopotamien sich ereignet haben, eine Möglichkeit über das Wort, über die Stimme, über den Logos, über den Gesang, also über alle Möglichkeiten des Atmens, denn der Atem besteht ja aus Inspiration und Expiration, an die Wurzeln unseres Seins, an die Ursprünge und an das Urlicht heranzukommen. Das ist eigentlich damit gemeint und darum haben die Psalmen eine so große Bedeutung. Jesus hat immer wieder auf die Psalmen zurückgegriffen, denn er wusste, dass hier eine ganz wichtige Quelle der Therapie, der Heilung liegt, der Lösung und der Erlösung. Es ist sehr schwer für den gewöhnlichen Menschen, der sich nicht mit diesen Dingen befasst, zu sagen, das alles ist in dir. Dieser gewöhnliche Mensch will das gar nicht wissen. Ihn interessiert nur das Draußen. Und darum schafft er sich draußen Gebäude, Tempel und Kirchen und Altäre und alle diese Dinge. Denn er will die Dinge draußen haben und will sie draußen im Symbol haben, damit er ihrer griffig werden kann. Und darum ist derjenige, der sagt, das ist ja in Wirklichkeit alles in dir, von dieser Seite her immer ein Ketzer. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in dem Lichte der Pharisäer, die ja an sich den großen Teil der Priesterorden damals gebildet haben, Jesus ein Ketzer war. Er war jemanden, der nicht die eigentliche Lehre der Kirche, also der Tempel, des Tempelweistums vertreten hat, sondern
Er hat die Menschen auf innen gewiesen. Das Himmelreich ist inwendig in euch. Aber die heutigen Priester machen es genauso. Sie halten den Ritus draußen für wichtiger, allein selig machend, als wie das, was eigentlich in der innersten Inwendigkeit geschieht. Und das eben ist es, das uns die Psalmen nachbringen, dass nämlich in uns drinnen die Entscheidungen liegen. Die verschiedenen Sphären in uns, wenn wir sie als Sphären und Schichten betrachten, ordnen sich ja alle unter eine Schicht, die das Absolute darstellt, die eigentliche Wirklichkeit, von der aus alles gelenkt und geleitet wird. Im Mittelalter hat man ein sehr schönes Bild gehabt, da, als noch die ptolemäische Lehre vorherrschte über die Planeten, da hat man die verschiedenen Kristallsphären der Planeten gekannt. Und oberhalb der Planetensphäre, da war das sogenannte Empyreum, da war die eigentliche Herrschaft des Göttlichen, der nun mit Hilfe der Planeten und Konstellationen auf diese unsere Welt einwirkte. Auch hier ist der Gedanke der Schichten ein ganz wesentlicher gewesen, denn die Sphären, die Schichten, die Stufenleiter, die Himmelsleiter, alles ist ja eigentlich dasselbe. Aus einer feinsten, aus einem feinsten, zartesten Impuls, aus einem Willensimpuls herausstammend, eine Leiter, die nach unten geht und in immer größere Verdichtungen, aber auch in immer größere Differenzierungen kommt. Denn das ist ja die Eigenschaft unserer Welt. Die Dinge sind auseinander zerstreut, die einmal in ihren Prinzipien zusammengehört haben, geordnet waren in Prinzipien, in bestimmten Strahlen, sind durch das Prisma zerstreut und zu gleicher Zeit verdichtet. In dieser zerstreuten Verdichtung erkennen wir nicht auf das Erste die Zuständigkeit in dieses oder jenes Prinzip und darum verwirren wir uns an den Erscheinungen und finden nicht zurück in jene Einheit, die wir ja letztendlich als Gott bezeichnen. Die Schwierigkeit des Zurückfindens aus der Vielheit in die Einheit ist unser permanentes Problem. Darum wäre das Wichtigste, dass wir wissen, dass ein solches Zurückfinden aus der Vielheit in die Einheit überhaupt nicht möglich ist. Das ist das Gleichnis des Turmbaus von Babel, wo man versuchte, einen Turm in den Himmel zu bauen, der zerbrach, und die Sprachen sich verwirrten. Es ist also nur möglich, dass wir innerlich einen Aufschwung in das Höchste nehmen und dass wir uns mit dem Höchsten identifizieren. Trachtet zuerst nach der Ausrichtung in das Gottesreich. Das ist es. Und von da aus schließen uns
die verschiedenen Schichten wunderbar auf, denn von oben nach unten, vom Objekt zum Subjekt hin, haben wir die wunderbare Übersicht und Einsicht, und dann fällt alles ganz leicht. Das ist also auch der Sinn der Psalmen und den Psalm, den wir heute daran nehmen wollen, der 23. Psalm, ist der Psalm des Herrn, der Herr. Der Herr in mir und der Herr in ihm. Der Herr ist derjenige, der herrscht, der der König ist und der die vollkommenen Ordnungen über unser Wesen hat, also primär über unsere Inwendigkeit. Dieser Herr ist der, der zu gleicher Zeit in einem höchsten Maße ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In diesem höchsten, verborgenen Ich bin, da ist der Herr. Das ist in keiner Weise eine Blasphemie, sondern der Apostel Paulus und der Kirchenvater Athanasius haben gesagt, ihr sollt Götter sein. Das heißt, jeder soll Gott in sich finden, in seinem wahren Selbst, in seiner Wirklichkeit, in diesem, was da heißt, ich bin. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir das draußen in seiner Unendlichkeit erkennen, wenn wir dieses Ich bin in uns selbst, wenn wir den Herrn in uns selbst nicht erkannt haben. Dieses Ich bin ist natürlich nicht das kleine Ego, das wir hier sind, das ja mit einem vergänglichen Bewusstsein ausgestattet ist, dass er erst Bewusstsein ansammelt, dass er erst durch den Resonanzboden unseres existenziellen Seins, also unseres vergänglichen Seins, das Große aufnimmt und nun die Vielheit der Eindrücke in sich speichert. Denn unser Gehirn, unser Biocomputer ist ja nichts anderes wie ein Speicher, in dem wir unentwegt neue Eindrücke drin aufnehmen. Und er ist so geartet, weil in ihm ja Milliarden von Computerzellen, Relais sind, die alle bereit für Speicherungen sind, so dass wir noch viel, viel länger leben könnten und immer noch aufspeichern könnten. Aber diese ganze Speicherung nützt uns nichts, wenn wir sie nicht in die Einheit bringen und den Zusammenhang finden, der eben unser Wesen, unseren ganzen Kosmos ausmacht. Und darum ist dieses kleine Ich genötigt, das große Ich Bin, das wahre Selbst in dem eigenen Kosmos zu finden. Ich in meinem Kosmos und sie in ihrem Kosmos. Ich kann es also nicht in ihrem Kosmos finden und sie können es nicht in meinem Kosmos finden, sondern sie müssen es in sich selbst finden. Dein Glaube hat dich geheilt. Du bist es ja. In dir ist ja die Heilung. In dir ist die Erkenntnis. Nirgends anders.
Du bist ja die Ursache deines Übels. Du bist die Ursache, wenn du gedeihst. Alles liegt in dir und nirgends anders. Auch alles, was von außen kommt und was dir begegnet von außen, das kommt alles aus dir. Das ziehst du an oder stößt du ab. Es gibt gar nicht das, dass das sinnlos wäre, sondern es fällt dir im richtigen Augenblick sinnvoll zu. Denn der Zufall ist ja etwas Sinnvolles. Es ist in eine Reife gekommen. Also suche es nicht draußen, gib keinem Menschen die Schuld, sondern finde alles in dir selbst und wandle dich. Wenn dir etwas unangenehm ist, verändere es in deinem Kosmos und dann wird auch dein Außenleben wieder ein anderes sein und in eine Ordnung kommen. Das ist das Grundkonzept und insofern bedürfen wir der Psalmen, weil sie immer wieder die jeweiligen Ordnungen für bestimmte innere Schichten darstellen. Und das, was heute im 23. Psalm ist, das ist ganz einfach der Herr. Das ist das große Ich Bin. Und das ist der Lobpreis, den wir diesem Herrn geben, weil wir in ihm eins sind. Er ist die Substanz von uns. In ihm sind wir nicht mehr zerrissen. Da heißt es nicht mehr, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, sondern in ihm sind wir eins. Und wenn wir also zerrissen sind, nehmen wir beispielsweise einen solchen Psalm und sprechen ihn. Sie brauchen ihn nur zu sprechen, ihn rhythmisch zu sprechen. Und das ist Therapie, das ist Heilung. So wurde geheilt und so haben wir, vor allem in der kongenialen Sprache von Martin Luther, der ja nun wirklich ein Sprachgenie war, das hat mit Konfession gar nichts zu tun, sondern hier ist die wirklich kongeniale Übersetzung, weil er auf den Rhythmus eingegangen ist und auch im Sprachlichen das aus dem Urtext her wiedergebracht hat. Sie kennen alle diesen Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Dieses, was in mir das Ich Bin ist, das von Ewigkeit das unsterbliche Ich ist, das Es ist, das schon mit mir durch alle Wandlungen hindurchgegangen ist, das alles mitgemacht hat, was ich erlebt habe, das durch meine Geburt hindurchgegangen ist und schon vor meiner Geburt war, das durch die Tode hindurchgeht, dieses Ich Bin, das ist der Herr. Und dieser Herr, der ist mein Hirte. Es kann nicht schief gehen, wenn ein richtiger Hirte da ist. Und wenn ich mich auf diesen Hirten einstelle. Denn er ist der vollkommene Hirte. Er ist es, der sich immer über alle Zeit und Ewigkeit bewährt hat. In meinem Leben und in Ihnen, in Ihrem Leben.
Und dieser Zuversicht, das allein schon ist etwas Wunderbares. Mir wird nichts mangeln, denn der Mangel, das ist ja zuerst einmal ein innerer Mangel. Es kann kein Mensch in einen äußeren Mangel kommen, wenn er nicht zuerst in einem inneren Mangel ist. Also wenn die Menschen geboren werden in Hungergebiete, wo sie verhungern, so hängt es damit zusammen, dass sie in ihrer Präexistenz oder sonst irgendwo diesen inneren Mangel erlitten haben. Das heißt, dass sie sich nicht auf den Hirten ausgerichtet haben. Es gibt uns natürlich kein Recht zu sagen, wir helfen ihnen nicht, sondern im Gegenteil, wir sollen ihnen helfen, aber wir sollen ihnen auch dahin helfen, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass sie deshalb in einen äußeren Mangel gekommen sind, weil sie den Bezug zu dem Herrn, der der Hirte ist, zu ihrem Ich Bin verloren haben. In dem Augenblick fängt der Mangel an. Darum ist, wenn Sie jeden Tag diesen ganz einfachen Satz sagen, aus dem Herzen heraus, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und wenn Sie diesen wirklichen Herzensbezug finden, wenn Sie das aus einem tiefen Gefühl heraus sagen und bekennen, dann wird ihnen auch nichts mangeln. Dann ist kein Mangel da. Das ist das eigentlich Wesentliche am Psalm. Das ist das Heilswort, das ist die Praxis der Erkenntnis. Das ist an sich echt Metaphysik. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Das Grün ist von jeher die Farbe des Lebens gewesen. Da das Chlorophyll, das sich eben im Grün äußert, hängt ja mit den Sonnenstrahlen zusammen. Es ist also die Kraft der Sonne, die sich im Grün äußert. Und wenn wir auf einer Aue sind, die nun alles Leben in sich birgt, den Inbegriff des existenten Lebens, was dann ja auch wiederum in das geistige Leben hineinführt, so kann mir nichts geschehen. Ich habe darin die Fülle und ich habe darin auch die Liebe. Und er führt mich zum frischen Wasser. Das Wasser ist von jeher im Symbolum die Seele. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Und wir brauchen frisches Wasser. Denn im frischen Wasser, wenn Sie es betrachten, ist die Luft darin. Es sprudelt gewissermaßen. Und das, was sprudelt, ist die Luft im Wasser, ist der Geist in der Seele. Unsere Seele und der Geist sind miteinander verbunden. Das ist das frische Wasser. Dieses ist das, was wir brauchen,
Wir brauchen den Geist, wir brauchen das Leben, denn die Lebensquelle des Menschen ist immer eine geistige Quelle. Die brauchen wir, um gesund und belebt zu sein, um erfüllt zu sein mit dem lebendigen Leben. Denn es leben ja viele Geschöpfe, aber sie leben kein lebendiges Leben. Sie leben so ein vegetierendes Leben dahin, ein trostloses Leben. Man lebt es, weil es halt gelebt werden muss. Es bleibt einem nichts übrig. Man will sich gerade das Leben nicht nehmen, aber man lebt es eben. Das Eben ist hier nicht gemeint, sondern das frische Wasser ist jenes Leben, das uns mit Freude erfüllt, was unser Leben lebendig macht, dass wir glücklich sind, in jedem Augenblick leben zu dürfen. Aber alles das ist nur immer wieder im Rückbezug auf das Ich Bin. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er erquicket meine Seele, denn die Seele selbst ist so, wenn sie eintaucht in die äußeren Lebensbereiche, hört ihr gern ihre Lebendigkeit auf. Und dann können wir in der Seele ganz niedergedrückt sein, ganz depressiv, ganz melancholisch. Die Seele, die ja an sich, wenn man ihre Tätigkeit betrachtet, ein ständiges Fließen ist. Denn das ist ja auch das Geheimnis des Wassers, dass das Wasser, wenn es fließt, gesund bleibt. Und das fließende Wasser reinigt sich selbst. Aber wenn es anfängt, langsamer und langsamer, depressiver und melancholischer zu werden, dann fängt das Wasser an, stille zu stehen, ohne neuen Zufluss zu bekommen. Und die Folge davon ist, dass es seine Luft verliert, den Geist verliert, dass es Altwasser wird. Und dass es anfängt zu versumpfen. Das ist beim Wasser der Fall und bei der Seele genauso. Eine Seele, die nicht mehr richtig fließt, fängt an, langsam zu versumpfen. Und darum sehen wir ja auch oft, leidvoll, oft sogar schon bei jungen Menschen, dass sie, um überhaupt noch ein Lebensgefühl zu haben, weil man ja entweder sich das Leben nimmt oder sich irgendwie ein Palliativ, ein Lebensgefühl schaffen will, dass man zu Rauschmitteln greift. Denn der Rausch gibt einem dann wieder die Illusion einer lebendigen Seele und wenn es nur für einen kleinen Augenblick ist. Das eben ist es, dass wir ohne das Ich Bin und den Bezug zu diesem Ich Bin, zu dem Herrn in uns, eben unsere Seele nicht erquickt wird, sondern dass sie niederfällt. Und zwar geschieht das jeder Seele so. Und die meisten Menschen sind es, die sich schon von vornherein an bestimmte Stimulantien gewöhnt haben, weil sie ganz einfach
resigniert haben und sagen, ich kann ohne so und so viel Tassen Kaffee, ich kann ohne Alkohol oder ohne dieses überhaupt nicht leben, ich brauche irgendein Rauschmittel, oder sie schaffen sich sonst eine Stimulanz draußen. Und sie haben ganz vergessen, dass da in uns, in ihnen eine Quelle ist und dass diese Quelle ihre Seele erquicken würde. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Da sind wir wieder bei der Straße, wo es ja heißt, die breite Straße, die in das Verderben führt, und der schmale Pfad, der in das Leben führt. Die Straße oder auch der Weg, der rechte Weg. Hier bei der Weg, die Straße, da geht es darum, dass sein Name dabei eine Rolle spielt. Und nun haben wir ja schon kennengelernt, was der Name bedeutet. Logos. Er bedeutet Schwingung. Er bedeutet Wellenlänge. Er bedeutet, dass ich mich in seine Schwingung hineinwerfe. Mich von seiner Schwingung ergreifen lasse. Dass ich mich in seine Schwingung bette, das ist Gebet. Und wenn ich so bete, dass ich gebettet bin in seiner Schwingung, dann bin ich auf der rechten Straße. Dann habe ich den richtigen Weg. Das ist das Entscheidende. So ist es zu verstehen, wenn von dem Namen die Rede ist. Dieses ist also, dass ich in demselben Augenblick schreite, wandle und nicht müde werde, wie es bei Jesajas heißt. Denn man wird auf dem Weg sonst müde. Man ist erschöpft, aber wenn ich auf dem Weg des Herrn wandle, wenn ich in seiner Schwingung bin, dann werde ich nicht müde, dann bleibe ich frisch, dann bin ich schöpferisch. Und das eben ist mit diesem Satz gemeint. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Wir sind in einem finsteren Tal, denn die Welt, die um uns ist, ist ja eigentlich eine Welt, die nur von außen leuchtet. Und wenn ich nur dieses Licht nehme, das von außen kommt, auch an einem Sommertag, wenn die Sonne scheint, so scheint sie auf mich und auf der anderen Seite werfe ich einen Schatten. Das heißt, es ist nicht meine Sonne. Ich bin es nicht, sondern es ist eine Sonne, die von draußen kommt. Und diese Sonne ist ja nicht immer da, denn es ist ja auch immer wieder Finsternis und Nacht. Und es ist ja auch irgendwie ein Teil von mir in dieser Nacht. Ich bin nicht immer von innen durchleuchtet. Wenn wir in unseren Gedanken sind, in unserem Denkwesen, dann kommen immer gewisse Zeiten, wo wir unser inneres Licht verlieren und dann sind wir im finsteren Tal. Denn all dieses Denken kann so sein,
dass es zu bestimmten Zeiten trostlos erscheint. Es gibt im fernen Osten eine Darstellung, wie ein Mensch, wenn er geboren wird, von einem Erzengel besucht wird, und dieser Erzengel drückt ihm auf seine Stirn den Zeigefinger. Und das hat zur Folge, dass er vergisst, woher er gekommen ist, sonst könnte er das Leben, in das er jetzt eintritt, nicht ertragen. Weil dieses Leben von außen her gesehen unerträglich ist. Darum ist der Bezug in dieses innere Licht, in dieses Ich Bin, die einzige Möglichkeit, dass unser Leben wirklich erträglich und sogar sinnvoll wird und sogar uns eine Frucht zu einer Freude werden kann. Und wenn ich auch wanderte in einem finsteren Tal, es wird jeder Mensch einmal durch ein finsteres Tal in seiner Existenz hindurch müssen, wo es ihm so finster erscheint, dass alles eigentlich sinnlos von außen ist und überhaupt für ihn nichts mehr da ist. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist in mir, und dieses Ich bin der Herr, dein Gott, dieses ist da. Sri Aurobindo sprach zu ihm, der Geliebte meiner Seele. Du bist der Geliebte meiner Seele. Und diese Liebe, dieses Du, das in dir ist, dieses große Ich Bin, das ist es, was mich auch überwinden lässt, die Durststrecke durch das finstere Tal. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich finde den Weg auch in der Finsternis. Das ist das Geheimnis. Von außen kann ich nichts erkennen. Aber wenn ich wie blind bin nach außen, ist da ein Stecken und Stab, ist etwas, das mir den Weg weist, so dass ich mich nicht verirre und dass ich weitergehen kann durch die Finsternis, bis es irgendwie wieder tagt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da sind überall die Feinde um mich, und meine Feinde sind meine Gedanken. Es gibt sonst keine Feinde. Es gibt in der ganzen Welt keine Feinde. Meine Feinde, die auch draußen meine Feinde sind, sind ursprünglich meine Gedanken. Und durch meine Gedanken sind sie zu meinen Feinden geworden. Wenn ich keine feindlichen Gedanken gehabt hätte, würde es auch draußen keine Feinde geben. Darum sind die Feinde, die ich habe, sind überall vor mir. Ich kann sie sehen, diese Gedanken, die ich alle schon gehabt habe, als meine Feinde. Und darum geht es,
dass ich, wenn ich meine Inwendigkeit gehe, erkenne, dass meine Gedanken meine Feinde sind. Meine Gedanken trennen mich von dem Ich Bin. Sie trennen mich von dem Herrn. Meine Gedanken tun, als ob sie die Herren wären. Die Menschen lassen sich von ihren Gedanken lenken und leiten. Sie tun das nach draußen, was sie denken. Aber diese Gedanken sind eben in Wirklichkeit nicht ihre Herren, sondern sie werden verführt. Sie sind die Verführer, die Versucher. Die Menschen werden von ihren Gedanken verführt und versucht. Darum heißt ja auch die richtige Übersetzung im Vater Unser und führe mich in der Versuchung. Denn ich werde ja ständig versucht von meinen Gedanken, nämlich, dass ich mich nicht nach dem Herrn, nicht nach dem Ich Bin richte, sondern dass sie die Gedanken die richtigen sind. Und dann falle ich wieder darauf hinein. So sind die Gedanken um mich herum. Aber du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bist bei mir und du gibst mir eine Sicherheit. Denn der Tisch ist ja der Tisch einer höheren Gemeinschaft. Der Tisch ist ja immer an sich in dem Alten Testament, aber auch im Neuen, der Altar. Er ist das, wo wir eine Gemeinschaft mit dem Höheren, mit Gott selbst haben. Und in deiner Gemeinschaft, wenn ich mit dir speise, wenn ich von deinem Wort ernährt werde, wenn ich dein himmlisches Manna bekomme, an diesem Tisch, dann können ruhig alle Feinde und Gedanken um mich sein. Ich bin in wunderbarer Weise vor ihnen behütet, denn sie können dir nichts anhaben. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das ist nun wieder diese wunderbare Handlung der Gesalbte. Das ist der Christus. Denn Christus heißt ja der Gesalbte. Und wenn ich gesalbt werde, dann bin ich in dem Christusgeist und in dem Christusbewusstsein. Wenn ich gesalbt werde an meinem Haupt, so kann mir in meinen Gedanken niemand mehr was anhaben, sondern ich erkenne in dieser Salbung, in meinem Königtum, erkenne ich meine Ganzheit und meine Einheit. Und das ist die Bedeutung des Salbens. So wird bis heute noch jeder König oder Königin gesalbt zur Krönung als ein Symbolum dieser Ausdrucksweise, die dieses Inwendige eigentlich meint. Und schenkest mir voll ein. Du lässt mich nicht dursten. Es ist kein Durst da, sondern ich habe die Fülle. Denn wenn ich bei dir bin, dann dürstet es mich nicht. Denn das Dürsten draußen bedeutet ja,
dass ich Begehrungen habe und Wünsche. So wie ich Durst habe, so habe ich Begehrungen nach allen möglichen Dingen. Aber wenn ich am Tische des Herrn bin, dann wird mir voll eingeschenkt und ich habe keinen Durst, keine Begehrungen mehr. Diese Begehrungen, diese unwesentlichen Wünsche, das viele Unwesentliche in meinem Leben, das wird von mir genommen. Ich bin im Wesen. Wenn ich in meinem Wesen, wenn ich vereint bin mit meinem Ich Bin, mit meinem Herrn, in dem Augenblick habe ich kein Begehren mehr nach draußen, sondern dann bin ich so, wie ich gemeint bin. Ich rage mit meiner Seele in die Welt, aber die Welt ist nicht in mir, sondern ich gebe der Welt aus meiner Fülle. Die Welt selbst kann mir nichts mehr anhaben. Das ist ebenfalls darin ausgedrückt. Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang. Wenn ich in meinem Ich bin, dann habe ich den Sinn meiner Existenz erfasst. Und dieser Sinn ist für die Welt das Gute und ist, dass ich barmherzig bin. Jeder Mensch ist um der Barmherzigkeit willen auf der Welt. Denn die ganze Natur schreit nach der Erlösung durch den Menschen, so sagt es der heilige Franz von Assisi. Wir sollen Barmherzigkeit geben. Es heißt auch an einer anderen Stelle, wer Barmherzigkeit gibt, dem wird wiederum die Barmherzigkeit zuteil. Wir sollen also Tag für Tag für den Menschen barmherzig sein und für jede Kreatur, die uns begegnet. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich bin daheim. Und ich habe eigentlich mein Daheimsein nie verlassen. Denn es ist gar nicht möglich, nötig, dass wir unser Daheimsein, unser Heimliches, unser Himmlisches verlassen. Wir haben den Himmel. Und wir müssen nicht meinen, dass wenn wir gestorben sind, dass wir dann den Himmel hätten. Nein, wir haben den Himmel immer und wir brauchen nie aus dem Himmel herauszugehen. Das ist das Geheimnis von Jesus gewesen, der diesen Christusgeist ganz lebte, dass er mitten in der Welt, in der er war, den Himmel in sich hatte. Dass er zu Hause war, im Hause des Herrn immer da. Wenn Sie in einer Not sind, nehmen Sie diesen 23. Psalm. Das ist einer, der erstens kein sehr langer Psalm ist, aber der das ganz Wesentliche, der Ihr Wesen trifft. Und so lese ich ihn noch einmal. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich
zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.